Okay, alles klar. Tamaranchberg. Und hier ganz oben ist das Ziel des Spiels. Das Ei des Windfisches. Und die, auch die Spitze der Karte. Also hier ist Ende da oben. Wir sind also jetzt vom Möwendorf bis hier hochgereist. Hatten also schon eine wirklich weite Reise gehabt. Natürlich ist es nicht so groß wie Hyrule aus Ocarina of Time. Aber es ist trotzdem cool. Können wir hier schon was machen? Ich glaube noch nicht. Also wir könnten zwar jetzt in die Höhlen reingehen, aber das bringt noch nicht viel. Wir holen uns erstmal... Nein, das wollte ich nicht haben. Ich wollte nicht das Götterhorn haben. Wir holen uns erstmal einen Teleporter. Der hier versteckt ist. Den aktiviert man, indem man ihn einfach erstmal gefunden hat. Also man muss ihn angeguckt haben. Ich hasse die Dinger. Die hätten auch, glaube ich, einen Namen gehabt. Das sollen ja Spinnen darstellen. Eigentlich krass, wenn man bedenkt, dass man hier... Oh, wir haben ein Schlüsselloch. Wunderschlüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Tja, da wird wohl wieder ein Dungeon versteckt sein. Und hier haben wir einen Teleporter. Jetzt brauchen wir nur noch ein Gegenstück davon und wir können uns von A nach B teleportieren. Das wird sehr nützlich sein, vor allem weil es viel abkürzt. So, jetzt habe ich erstmal alles aufgedeckt soweit. Mir geht Struppi auch langsam auf die Nerven. Ich sammle immer alles ein, obwohl ich es gar nicht brauche. Oh, geh weg. Ich weiß echt nicht, was das für Monster darstellen soll. Diese fliegenden Pilzungeheuer. Also, sie haben so einen komischen Pilzkopf. Schießen die ganze Zeit mit Bomben. Das ist gemein. Ah, und wir haben ja jetzt genug Geld. Also, wir haben jetzt genug Rubine. Wir können uns ja jetzt... Was kommt da? Wir können uns ja jetzt endlich die Schaufel leisten. Ja. Ich muss erst mal überlegen, wo wir jetzt lang gehen können. Wir können jetzt hier auch unten abkürzen. Ah, nee, halt. Wir machen erstmal einen kleinen Sprint zur Seite. Hier ist übrigens Gaia Rally. Die können wir auch besuchen. Nee, das war zu früh. Das wäre noch zu früh, sie zu besuchen. Mache ich in einer späteren Folge. Ist nicht so unbedingt nötig. Oh, die Melodie geht mir so auf den Nerv. Erlöst mich mal bitte davon. Muss noch einmal getroffen werden. So. Alles klar. Nein! Nein! Lass mich los! So. Denn es gibt hier noch was ich machen wollte. Einmal hier. Ist das schon zu früh? Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, es gibt, das ist ein alter Schrein und hier gibt es einen Geist, den man mit Zauberpulver stören kann, ja? Und der Trick ist, er bestraft uns damit, dass wir zu viel schleppen. Also, ich überlege gerade, ob ich mein Zauberpulver verdupliziere, weil wir können ja maximal nur 20 tragen, aber ich glaube, ich warte noch damit. Es gibt noch andere Gegenstände, die ich gerne duplizieren möchte. Oh Gott. Mit deinem Teil der Macht. Ach, Mann. So viel Loot-Glück hatte ich ja noch nie. Ne, wir gehen erstmal in diese Höhle rein, denn hier war ja noch ein Herz. Mensch, klau mir nicht um meinen Job. Verdammter Struppi. Kann man seinen Hund nur Struppi nennen? So, jetzt können wir nämlich endlich die Schädel aufheben. Und wir kommen am Herzteil ran. Ein Herzteil. Drücke Select, um im Untermenü, um die Anzahl festzustellen. Du hast 4 Herzteile gesammelt. Jetzt bekommst du einen neuen Herzcontainer. Und jetzt haben wir schon 6 Herzen. Also das ist schon, das läuft ja richtig wie geschmiert. Besser kann es nicht sein. Mensch, ich will das blöde Götterhorn nicht. Wieso kriegen wir das so oft? Gut, andere würden das vielleicht schön finden, wenn man dauernd das Götterhorn findet. Aber ich finde es einfach nur unerträglich. Ich will ein bisschen die Zelda-Musik genießen. Das geht nicht, wenn ich dauernd immer das Götterhorn hören muss. So. Und wir haben eine weitere Zaubermuschel gefunden. So, jetzt gehen wir erstmal in die Stadt. Jetzt können uns ja wenigstens Felsen nicht mehr den Weg blockieren. Und wenn wir hier auch in der Stadt sind, fällt mir gerade ein. Erstmal geben wir Struppi ab. Als allererstes geben wir Struppi ab. Danke, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Struppi zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Mua.
Du hast einen Kuss von Madame Miu Miu erhalten. Zufrieden? Ich glaube, ich spreche es falsch aus, oder? Oh. Hey, ein tolles Motiv. Ich nenne es Igor und Struppi. Rücke näher zu Struppi. Grrr. Igor, näher ran. Grrr, grrr. Ist das wirklich so eine gute Idee? Ah. Näher, okay. So ist es gut. Lächeln. Igor und Struppi, das ist ein gutes Bild geworden. So, ach so, quatschen wir mal kurz mit Eurira, was der alte Sack zu sagen hat für uns. Ja, hier, Eurira, hast du bereits mit jedem auf der Insel gesprochen? Im Südosten des Möwendorfs, beim Schicksalsacker, lebt ein Mann namens Richard. Warum besuchst du ihn nicht einmal? Tschüss. Aha. Richard. Ne, mit zu Richard will ich noch nicht. Wir werden uns erstmal die Schaufel holen. So, wo ist er? Hier. Und wir können jetzt auch Bomben kriegen. Moment, wir holen uns erstmal die Bomben. So, 10 Bomben, 10 Rubine. Jo. Vielen Dank und bis bald. So, und jetzt können wir uns auch die Schaufel holen. 200 Luxusschaufel. Das ist ja echt Luxus. 200 Rubine. Vielen Dank und tschüss. Oh Gott. Alter, so schönes Geld. Aber wir haben jetzt Bomben und wir haben die Schaufel. Und wir werden uns erstmal was ganz, ganz Wichtiges tun. Ne, aber Moment. Bevor ich hier überstürzt weitergehe, wir holen uns noch einen Gegenstand. Falls wir überhaupt da rankommen, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt nämlich hier rein. Und zwar ins, naja, Traumland oder so. Man kann sich hier, wie gesagt, in diesen Raum hinlegen. Und man kommt in eine Traumwelt, wo es einen sehr, sehr wertvollen Gegenstand gibt. Okay, die sind sehr hart. Die ziehen, glaube ich, zwei Herzen ab. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Und die bewegen sich auch wieder in diesen Mustern. Die können wir nur mit einem ausgeholten Schlag zerstören. Okay. Ich weiß nicht mal, was es darstellen soll. Irgendwelche Geister oder sowas. Ihr seht schon, da sind zwei Truhen. Ach ja. Hallo, Götterhorn. Mensch, du. So, komm näher. Alles klar. Puh. Ein Glück. Also, wie gesagt, die sind sehr heftig. Also, die können sehr viele Lebenspunkte abziehen. Deswegen sollte man da vorsichtig rangehen. Das ist aber ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Übrigens interessant, dass man diese Steine hier nicht hochheben kann, aber man kann sie umrennen. Ja, aber den Gegenstand, um sie umzurennen, haben wir noch nicht. Du hast 100 Rubine gefunden. Super. Ach stimmt, wir kommen noch nicht an den Gegenstand ran. Okay, dann müssen wir später wieder herkommen. Ich habe aber bei euch schon mal gezeigt, was es hier Tolles zu holen gibt. Das habe ich nämlich damals auch gemacht. Ich habe erstmal alles, was man heben konnte, habe ich weggehoben und weggeschmissen. Weil ich immer sehen wollte, was es noch dahinter gibt. So, okay. Naja, wie gesagt, diese Traumbasis. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also, hat es überhaupt einen Namen? Kein Schild oder sowas. Schade. So, dann gehen wir mal ganz kurz in die Steppe, dass wir den Teleporter aktiv haben. Hier rechts, Osten, Urunga Steppe. Wir sind hier endlich raus. Wir hätten nämlich am Anfang des Spiels hier gar nicht lang gekonnt. Und hier ist der zweite Teleporter. Jetzt können wir also von hier unten in der Steppe bis da hoch oben rechts hin teleportieren. Also jetzt hier. Hier rechts können wir uns jetzt immer hin teleportieren. Und ihr seht, hier ist auch ein weiteres Dungeon. Level 4. Wundertunnel. Aber wir haben erstmal Level 2 gehabt. Das heißt, wir müssen erstmal noch Level 3 erledigen. Und ja, es ist auf jeden Fall möglich, auch andere Level vorher zu machen, bevor man den Endboss eines anderen Dungeons erledigt hat. Man muss noch nicht mal die Endbosse des jeweiligen Dungeons zerstören. Man braucht eigentlich nur die Dungeon-Items. Na gut, bei manchen Dungeons, die muss man geklärt haben, weil sonst bestimmte Events nicht getriggert werden und andere, manche Events braucht man überhaupt, um weiterzukommen. Zum Beispiel weiß ich, dass wir später
Taren wieder treffen und der taucht nur auf, wenn wir ein bestimmtes Dungeon geschafft haben. Und wir brauchen Taren. Also wir brauchen ihn wirklich. Also es kommt auf jeden Fall noch eine Tauschaktion vor. Wir gehen jetzt erstmal in den Wurmpalast. Lang ist es her. Es war eine Folge, ja, Level 1 Wurmpalast. So, müssen wir hier wieder lang. Und natürlich jetzt vorbereitet. Denn wir haben ja jetzt Bomben. Das heißt, wir können jetzt hier an diese Tafel, an diese Wand entlang. In diesen Raum rein. So. Bombe zündet und rein da. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Ihr fragt euch natürlich jetzt die ganze Zeit, was gibt es eigentlich für diese Muscheln, wenn man sie die ganze Zeit sammelt? Dazu werden wir auch noch kommen. Jetzt können wir ja endlich in die Urunga-Steppe. Das heißt, jetzt bringen die Muscheln auch etwas. Ich muss nur gucken, wie viele wir jetzt bis jetzt gesammelt haben. Man darf auf jeden Fall... Es ist vorteilhafter, wenn man nicht zu viel sammelt am Anfang. Man muss es Stück für Stück dosieren. Boah, Octoroks, überall Octoroks. Und wir können jetzt auch an den Strand die eine Höhle öffnen, aber... Ja gut, das machen wir jetzt noch fix. Wenn wir schon hier unten sind, gucken wir mal, was wir hier noch so Feines machen können. Was können wir hier noch so finden? Ach ja, die Zelda-Melodie. So, aus dem Weg. Ich will deine Bomben nicht haben. Ah, dreh dich um! Ah, verdammt, Joystick. Und wenn wir hier reingehen, sehen wir nichts. Aber das werden wir später noch, wird diese Höhle noch von Bedeutung sein. Wie gesagt, merkt euch diese Höhle am Strand. Die werden wir später noch aufsuchen, denn das ist einer der wertvollsten Gegenstände im Spiel, die man da kriegen kann. So, du hast 50 Rubine gefunden. Sehr schön. Also ihr seht schon, wir sammeln hier Stück für Stück Geld. Hier haben wir noch ein Haus und eine Schlucht mit drei Löchern, wo wir so nicht rüberkommen. So. Nichts drin. Einfach ein kaputtes, verlassenes Haus am Strand. Ja. Und wenn man diese Orte zum ersten Mal begegnet oder trifft, dann fragt man sich sowieso, was sie zur Bedeutung haben. Mensch, mein Deutsch heute. So, mit den Obsthändler können wir auch nichts machen. Beziehungsweise Bananenhändler ist es ja nur. Aber ich sag euch, jede Art von Ort hat auch eine Bedeutung. Es gibt keinen Ort, der nicht irgendwie ein bestimmtes Event oder sonst was hat. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder in die Stadt. Ich überlege gerade, wir haben jetzt hier die Schaufel. Ich weiß nicht, ob das schon zu früh ist, jetzt schon nach Zaubermuscheln zu suchen. Wie gesagt, mit der Schaufel können wir nämlich jetzt auch einfach mal so in den Boden kramen. Wie hier. Und Gegenstände finden. Und auch Herz... Moment, Herzteile? Nee, Herzteile waren, glaube ich, nicht vergraben. Oh, ist Taren zu Hause? Gucken wir mal. Nee, Taren ist immer noch nicht zu Hause. Ja, aber ansonsten ist es schon sehr wertvoll, wenn man was graben will. Und wenn man Struppi hat, dann verrät Struppi sogar ein, wo man graben soll. Dadurch kenne ich zum Beispiel noch wirklich viele Orte noch, wo es was zu graben gibt. Das werden wir aber erst, nachdem wir den Muschelbazar gefunden haben, machen. Die Höhle habe ich hier nie ganz verstanden. Ich weiß nicht, wieso. Weil, guckt mal euch genau das hier an. Fällt euch was auf? Diese Steine hier sehen noch fast so aus wie ein Pfeil, der nach vorne geht. Aber hier ist einfach nichts. Und ich habe hier Ewigkeiten in dieser Höhle gebracht und habe andere Möglichkeiten versucht zu verschieben, ob es hier einen Trick gibt. Weil man kann ja alles hier verschieben. Man kann jeden einzelnen Stein verschieben. Moment, wir müssen noch außen rein. Wir haben uns gerade verschoben. So, wir müssen nämlich nicht so schieben. So, dann können wir nämlich hier an eine Truhe ran. Und diese zwei Schädel und alles. Und ich habe da so viel gemacht und getan. Und ich glaube, das ist einfach nur eine stinknormale Höhle. Und hier gibt es einfach nichts Tolles zu kriegen. Hier ist ein Octorok mit Flügel. So. Nein! Nicht das Götterhorn! Oh. So, gehen wir mal hier runter. Dann kann ich euch nämlich gleich mal zeigen, wo Level 3 ist. Hier ist Level 3. Halt, falsch. Hier, Level 3. Teufelsvilla. Und hier links kommen wir noch nicht lang. Da ist auch noch eine Telefonzelle.
Aber da brauchen wir ja nicht zu quatschen, weil Urira hat ja schon gemeint, wir sollen Richard suchen. Den können wir ja auch finden, aber wir gehen erstmal zum Muschelbasar. Okay. So, Bomben. Oh, das war schön ausgetrickst. So, in der Höhle können wir noch nichts anstellen, denn dort sind auch wieder solche Steine, die wir umrennen müssen. Da oben ist eine Feenquelle, wenn ich mich nicht irre. Ja, da oben ist eine Feenquelle, die können wir aber noch nichts machen. Hier ist eine Honigfarbe und da kommen wir auch noch nicht so ran. So, jetzt seht ihr auch, warum ich die Bomben gekauft habe, weil hier echt viele Wege sind, womit wir nur mit Bomben langkommen, wenn wir sie aufsprengen. So, du kannst mich nicht austricksen. Okay, Telefonzelle. Hier ist mal ein Wegweiser. Ich glaube, hier rechts war es. Ja, hier rechts ist es. Aua! Verdammten Moblins hier. Obwohl, ich weiß nicht, ob das Moblins sind. Ich glaube, das sind... Doch, das müssen auch Moblins sein. So. Muschelbasar. So, mal gucken. Ich bin der Hausgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Finde alle versteckten Muscheln und gehe danach durch das Tor, um das perfekte Schwert zu erhalten. Ja, Entschuldigung. Also ihr seht schon, dass hier kann man Muscheln, die ganzen Muscheln abgeben. Aber das ist sowas wie eine Waage. Je nachdem, wie viele Muscheln wir haben, steigt rechts dieses Thermometer, sage ich mal. Also diese Anzeige. Und je oft es einen dieser Kreise erreicht, also diese Linien, sollen ja so Art Linien symbolisieren, kriegen wir ein Geschenk davon. Mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Wir haben jetzt noch nicht so viel. Okay, es war noch nicht direkt auf die Linie. Es tut sich nichts. Du hast wohl nicht genug Muscheln. Wir haben jetzt 3. Ich glaube, wir brauchen 5, um das erste Geschenk zu kriegen. Das funktioniert übrigens nicht, wenn man zu viele hat. Wenn man mehr hat als 5 zum Beispiel, dann kriegt man das erste Geschenk gar nicht. Also sollte man deswegen nicht zu viele Muscheln sammeln. Hier haben wir schon die nächste. Und jetzt haben wir 4. Ich glaube, jetzt reicht es auch noch nicht. So. Ja, ja, das ist der Hausgeist. So, dann zeig mal. Jo, eine brauchen wir noch. Oh, ich habe eine Bombe fallen lassen. So, auch die Bomben sollten wir nicht verschwenden. Die werden wir auch oft brauchen. Und vielleicht werde ich sie sogar duplizieren lassen. Können wir hier schon was machen? Nein. Und wir können hier auch noch gar nicht abkürzen, oder? Hier ist ein Affe. Mit dem können wir auch noch was anfangen. Und hier ist das Schloss Canalet. Ist kein Dungeon, ist nur so ein optimales Sidequest. Mensch, das war knapp. So, wir gehen nochmal in die Stadt. Ne, wir gehen nochmal in den Zauberwald. Ich wollte es eigentlich kombinieren, indem ich mal in diese Richtung gehe, aber ich glaube, ich gehe sonst nicht wieder in den Zauberwald rein, weil wir sonst nichts mehr brauchen aus dem Bereich. Wir können nämlich jetzt immer den Teleporter benutzen, wenn wir in die oberen Ebenen wollen. Ich glaube, von der Stadt aus ist kürzer. Ich glaube, von der Stadt ist wirklich aus kürzer. So. Kurzer Blick auf die Karte. Also ihr könnt schon mal sehen, was wir schon alles erkundet haben. Hier oben ist Schloss Canalet. Und Richards Villa müsste hier unten im Süden sein. Da müssen wir also auch noch lang gehen. Und hier ist, wie gesagt, der Muschelbasar. Ne, was ist hier? Doch, Muschelbasar ist hier. Okay, so. Denn hier gibt es nämlich auch eine Muschel zu kriegen. Eine weitere. Wir haben ja schon eine hier aus Möwendorf bekommen. Und die habe ich damals nur durch Struppi gefunden, weil ich hier mal einfach aus Versehen reingerannt bin mit Struppi. Und da hat er gesagt, Wuff, Grab. Und zack, noch eine Muschel. So, und jetzt können wir auch das erste Geschenk erhalten. Was uns auf jeden Fall näher bringt an den nächsten Schwert, weil wir kriegen dann eine Schwertstufe 2, also Level 2. Ist auch das letzte Schwert, also ist ein bisschen blöd, dass wir da Level eingetragen haben. Obwohl es eigentlich nur 2 Level gibt. Eigentlich ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Ah, nein, ich will dich nicht. Ich will kein Götterhorn. So, wir gehen jetzt nochmal in die Höhle, die ich am Anfang schon rein wollte. Oh Gott, einfach reingestürzt. Okay, so, hier, Zauberpulver. Zack.
Wer stört mich? Da wieder beim Schlafen. Du? Na toll. Vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Nein. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Ja. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann, tschö. So, und der will uns natürlich bestrafen, aber für uns ist das richtig geil. Jetzt haben wir nämlich 60 Bomben. Und wenn man die schon frühzeitig hat, ist das richtig vorteilhaft. Man muss nicht so oft Bomben kaufen. Und dadurch, dass wir jetzt nämlich die Schaufel gekauft haben, ist nämlich auch wieder was Neues im Angebot. Denn jetzt müssen wir richtig Gold, ich sag immer Gold, aber wir haben nur Rubine. Ja, die Währung von Zelda. Von The Legend of Zelda, sorry. Und da ist jetzt wieder was Neues im Angebot. Da brauchen wir richtig viele Rubine. Zeige euch gleich mal. Moment. Angeln müssen wir auch nicht mehr. So, gehen wir mal in den Laden.